Hallo Leute, willkommen bei Skyrim. Dies ist Teil 28. Und schaut mal, was für einen schicken goldenen Helm ich jetzt habe. Ja, ich habe schon ein paar Leder und Lederstreifen eingepackt. Und irgendwo will ich noch diese schicke Laute hinlegen. Ich denke mal, die passt besser ins Wohnzimmer. Ich könnte sie ja auch der Kleinen schenken, aber ich weiß nicht, ob die eine Laute haben will. Reit ist ganz schön gemein. Sie bestimmt immer, was Lars und ich machen sollen. Ich will nicht mehr mit ihr spielen. Die scheint ein echtes Problem für dich darzustellen, nicht wahr? Mal gucken. Was ist das da? Teller will ich nicht. Nee, irgend so eine Süßigkeit. Sahneschnitte. Ja, Sahneschnitte ist gut. Weil dann... Wo bist du denn? Dann habe ich auf jeden Fall irgendwas einstecken, was ich hier geben kann. Dann freut sie sich. Und vielleicht will sie ja auch die Laute haben. Mama, ihr braucht etwas? Ich habe was für dich. Wow, wirklich? Ja. Was ist es denn? Sie will die Laute nicht haben, aber Äpfel kann ich ihr schicken. Dann gebe ich ihr mal die Sahneschnitte. Danke. Und leg die Laute unten irgendwo hin. Mal gucken. Fendal, Achtung, aus dem Weg, ich komme. So, wo würde die denn hinpassen? Vielleicht dort? Also. Objekte. Laute. Fallen lassen. Da ist sie hingefallen. Na super. Dann nehmen wir sie jetzt. So. Wäre ja gut, wenn ich die hier irgendwie hinstellen könnte. Na toll. Das muss ich auch noch üben. So. Stößt da irgendwie an der Treppe an. Na? Tja, also so richtig geschickt bin ich hier noch nicht. Jetzt, ja. Da soll sie hin, genau. Nein, ich will die Laute nicht erschießen. Lassen wir sie da liegen. Okay. Und jetzt schauen wir mal, ob die Schmiedin schon offen hat. Oh, ja, sehr gut. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Jo. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch mehr. Das ist gut. Ich werde irgendwann ihr auch mal in der Schmiede helfen, aber jetzt will ich ja... bei der Hauptquest weitermachen. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Vor allem verkaufen. Und ein, wie heißt der, Korundum-Barren kaufen. Ja, den kaufe ich mal zuerst. So. Erstmal nur einen. Wir fangen mal bescheiden an. Und ich habe die tollsten Sachen zu verkaufen. Ich glaube, den alten Nordbogen brauche ich nicht mehr. Falls ich meinen Goldbogen verliere, müsste ich mir halt schnell einen neuen Ersatzbogen besorgen. Also verkaufe ich den mal. So. Oh, die Angel habe ich nicht weggeräumt. Schlimm. Die Kriegsachse, der bringt ordentlich Geld. So, den will ich behalten. Den will ich verkaufen, das auch. Den Stahldolch brauche ich auch nicht mehr. Ja, und den goldenen Dolch muss ich mir mal auf irgendeine Nummer legen. Den Eisenhelm brauche ich jetzt nicht mehr. Und die will ich nicht anziehen. Die Pelzrüstung brauche ich auch nicht. Die werde ich erstmal behalten. Und die hier, wow, bringt ordentlich Geld.
So, jetzt hat sie aber kaum noch Geld. Dann verkaufe ich hier nochmal heilige Stiefel. Und muss dann noch zum... Vergesst nicht auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Ja, das werde ich bei Gelegenheit mal machen. Zum Bele-Tor muss ich noch den Rest verkaufen. So. Ich glaube, das ist bei Sonstiges. Und jetzt Abenteuerrucksack mit Schlafsack oder Magierrucksack. Ich glaube fast, ich brauche mehr Magiker, weil ich ja doch mit meinen Flammenhänden gerne unterwegs bin. Dann nehme ich den hier. So, erschaffen. Ja, den will ich herstellen. Ich hätte noch genug, um noch irgendwas Tolles zu bauen. Vielleicht etwas, was ich dann verkaufen kann. Also mit meinen 5 Ledern. Feuerpfeil. Wow, da kann man schon tolle Sachen machen. Also ich denke mal die... Oh, da waren was? Lagerutensilien. Da brauche ich noch Feuerholz. Die wiegen aber 9. Na, vielleicht könnte der Fendal die tragen. Die Lagerutensilien. Und dann... Ich weiß ja nicht, ob ich die brauche. Ich frage mal, ob ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas... Klingen, Helme... So ziemlich alles, was ihr braucht. Eigentlich brauche ich nur Feuerholz. Hat sie nicht. Tja, muss ich dann wohl selber immer irgendwie machen. Dann gebe ich dem Fendal. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Fendal. Bin immer noch da. Ja, das ist gut. Das freut mich sehr. Ich möchte einige Dinge mit euch tauschen. Oh, er trägt Eisenerz mit rum. Und einen goldenen Pfeil. Das ist gut. Den sollte er auch ausrüsten. Wie kann ich denn dafür sorgen, dass er den ausrüstet? Und er hat eine Holzfäller-Axt dabei. Das ist gut. Hat alles Mögliche dabei. Ja, ich wollte dir eigentlich was geben, und zwar das Leder. So. Ich denke mal, für jetzt haben wir auch genügend geschmiedet. Dann mal los. Ja, gleich geht's los. Ich werde jetzt noch meinen Rucksack aufsetzen. Mein Magierrucksack. So. Bekleidung. Jawohl. Ausrüsten. Wunderbar. Ja, ich glaube, ansonsten bin ich ganz gut ausgerüstet. Und ich wollte noch den kleinen Dolch. Ah, erstmal soll der goldene Bogen auf die 3. Ganz wichtig. Und auf 7 habe ich schon dieses Hochgeboren. Dann mache ich den Dolch auf die 4. Dieses Hochgeboren, mit dem ich ja irgendwie bisher nichts anfangen konnte. Ich werde schon noch lernen. Und wenn nicht, dann erklärt ihr mir das bestimmt. So, auf zu Bele-Tor. Wenn ihr Tränke braucht, solltet ihr bei Arcadias Kupferkessel vorbeischauen. Das ist eine gute Idee. Da sollte ich mich noch mal ein bisschen ausstatten. Ich bin hier, um Essen zu kaufen, Nasi. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. So. Bele-Tor, ich habe ganz tolle Sachen dabei. Ich würde euch sogar ein... Werft einen Blick darauf. Ganz tolle Sachen habe ich. Wirklich toll. Super.
Ihr ahnt es nicht. Nein, umgekehrt. Oh, er hat Feuerpfeile. Aber ich meine, die machen nur 8 Schaden. Aber wahrscheinlich machen sie Feuer. Waffen. Ja, ein Stufenaufstieg ist möglich. Das ist gut. Das ist sehr gut. Die Waffen habe ich schon alle verkauft. Den will ich ihm. Oh, er hat auch fast kein Geld mehr. Dann verkaufe ich ihm den. So. Bitte kommt wieder. Ja, wenn ihr mehr Geld habt, mein Lieber. Hat er da auch Tomaten? Das ist gut zu wissen. So, ich guck mal. Ich verbringe viel Zeit an den Marktständen, damit ich das Kaufmannshandwerk erlerne. Oh, sehr. Wenn ich kann Tages nur noch an meinen Sohn Thorald denken. Dann brauche ich mehr. Sie sagen, er sei umgekommen, aber ich weiß es besser. Das ich weiß, dass mein Sohn lebt. Ich Diese wollte Kampfgeborenen, eigentlich was verkaufen. Sie sind mit den Kaiserlichen im Bund. Sie wissen es nur zu gut und lügen mir doch ins Gesicht. Ja. Ach, die will mir nichts. Passt gut auf euch auf. Ja, irgendwann kümmern wir uns auch mal um den Sohn. Glänzende Schmuckstücke. Das darf ich nicht vergessen. Freiligsblechchen. Seht euch nur gründlich um. Ich bin mir sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und wenn nicht, gebt mir einfach Bescheid. Ich habe noch einiges im Laden. Ihr seht etwas blass aus. Könnte sich um eine Ataxie handeln. Ah, dann seid ihr also ein Alchemist? Naja, ich übe noch. Ich guck mal, was sie so für Heiltränke hat, ob die bezahlbar sind. Zaubertrank der Heilung. Ja, ganz schön teuer. Und die kleine Heilung? Tja, nimmt sich nicht viel. Zaubertrank der Gesundheit. Na, das wird ja nur vorübergehend erhöht. Und hat sie hier auch diese... Die ich immer koche? Nö. Tja. Ich denke mal, ich sollte da ein bisschen was investieren. So, ich nehme die mal alle. Ich habe ja jetzt gerade ganz gut Geld und aktuell brauche ich nicht unbedingt ein zusätzliches Haus. Jetzt gucke ich mal, ob sie günstigen Weizen hat. 3 Stück. Teuer. Teuer Weizen. 3. Naja. Aber auf die Weise komme ich schon dann günstiger zu so einem Trank. Also kaufe ich Weizen und dann gucke ich mal, ob sie diese, ich glaube, das Steinhuscherei wirkt auch heilsam, aber das habe ich jetzt hier noch nicht probiert. Also lasse ich es mal lieber. Da waren doch diese Pilze, diese Sumpfpilze. Tja. Feuersalz. Oh, wie teuer ist das denn? Blasenpilz. Na, dann mache ich mir 3 kleine Gesundheitstränke. Wenn ihr ein Heilmittel braucht, könnt ihr jederzeit wiederkommen. Das ist gut, ja. Die kapiert auch nicht so ganz, dass ich so blass bin, weil ich eine Elfe bin. So. Bei mir findet ihr Stärkungsmittel, Salben, Umschläge und Tränke. Seht euch nach Herzenslust um. Ja, das ist gut. So, okay. Jetzt habe ich das erledigt. Schneebeeren, Feuerresistenz. Habe ich da noch was? Lasst es mich einfach wissen, wenn ihr eine Frage habt. Ja. Magieresistenz, Unsichtbarkeit. Mal gucken, Feuerresistenz. Oh,
Drachenbaum. Gut. Ich verkaufe Heilmittel gegen alle Krankheiten und stehe euch stets zu Diensten. Zweihändig verstärken? Nee, das will ich nicht. Das will ich. Das sind dann zwar nur zwei, aber... Nun gut. So. Ich habe Heilmittel für gewöhnliche und nicht so gewöhnliche Leiden. Sagt Bescheid, wenn ihr meine Hilfe braucht. Ja. Eigentlich hätte sie mich ja an meinem Magier-Rucksack erkennen müssen. So. Wisst ihr, was mit Himmelsrand heutzutage nicht stimmt? Ja, hier sind Drachen. So, wir gehen jetzt nach Flusswald. Und machen der Delfin unsere Aufwartung. Die will uns bestimmt wieder in irgendein grausliges Abenteuer verwickeln. Dann müssen wir das hier mal aktivieren. Das hier wird jetzt deaktiviert und das wird aktiviert. So, da sitzen sie gemütlich vor der Kneipe, so ist recht. Ich glaube, euch ist niemand gefolgt. Kommt, ich habe einen Plan. Ah, gut. Flüster nur ganz laut, damit es alle hören. Wie sie mich überhaupt erkannt hat mit meinem schicken Goldhelm. Geh mal vor. Ja, ja, noch ein bisschen. Na gut, dann gehe ich zuerst. So, also. Delfin, was willst du von mir? Ich habe einen Plan ausgearbeitet, wie wir euch in die Botschaft der Talmor schmuggeln können. Oh, das. Kommt ihr nicht mit? Das wäre keine gute Idee. Ich würde wahrscheinlich die falsche Art von Aufmerksamkeit erwecken, aber euch kennen sie noch gar nicht. Ja. Und wie lautet euer Plan? Wie soll ich mich in die Botschaft der Talmor einschleichen? Die Botschafterin der Talmor, Elenven, veranstaltet regelmäßig Feiern, bei denen sich die Reichen und die Leute mit Beziehungen bei den Talmor einschmeicheln. Ich kann euch bei einer dieser Feiern einschleusen. Sobald ihr in der Botschaft seid, schleicht euch davon und sucht Elenvens geheime Akten. Ich habe einen Kontakt in der Botschaft. Für diese hochriskanten Aktionen ist er nicht der Richtige, aber er kann euch helfen. Ihr heißt Malborn, ein Waldelf. Hat jede Menge Gründe, die Talmor zu hassen. Ihr könnt ihm vertrauen. Ich werde ihm ausrichten lassen, dass ihr euch im zwinkernden Skewa treffen soll. Kennt ihr den? Nö. Währenddessen versuche ich, euch eine Einladung zu Elenvens kleiner Feier zu beschaffen. Trefft mich bei den Stellen von Einsamkeit, wenn ihr alles mit Malborn arrangiert habt. Noch Fragen? Nun ja. Wer ist denn dieser Kontakt? Seid ihr auch sicher, dass er vertrauenswürdig ist? Macht euch keine Sorgen wegen Malborn. Er ist nicht so gefährlich wie ihr. Aber er hasst die Talmor mindestens so sehr wie ich. Ja. Er ist ein Waldelf. Bei einer dieser Säuberungsaktionen in Walenwald, von denen wir niemals etwas hören, haben die Talmor seine gesamte Familie ausgelöscht. Zum Glück wissen sie nicht, wer er wirklich ist. Sonst würde er bei den Feiern der Botschaft keine Getränke servieren. Okay. Und wie komme ich auf diese Feier? Darum kümmere ich mich. Ah ja. Ihr erhaltet eine echte Einladung, keine Sorge. Solange ihr die Rolle eines Speichelleckers der Talmor spielen könnt, werdet ihr an den Wachen vorbeikommen. Nun gut. Und was mache ich, wenn ich es in die Botschaft geschafft habe? Dann geht der Spaß erst richtig los. Ihr müsst euch von der Feier davonschleichen, ohne Verdacht zu erregen. Dann müsst ihr Elenvens Büro finden und ihre Akten durchsuchen. Malborn kann euch sicher sagen, wo ihr suchen müsst. Okay. Also gut, ich werde euch in Einsamkeit sehen, nachdem ich Malborn getroffen habe. Dann geht der Spaß erst richtig los. Ihr müsst euch von der Feier davonschleichen, ohne Verdacht zu erregen. Dann müsst ihr Elenvens Büro finden und ihre Akten durchsuchen. Malborn kann euch sicher sagen, wo ihr suchen müsst. Gut, ja, ich wollte eigentlich was anderes sagen. Das klingt gut. Seid vorsichtig.
Untergang. Sehr gut, also nicht gut. Doch dies Land ist unser und soll unser bleiben. Kann man da eigentlich auf dieser Karte sehen? Mit Schwertern vertreiben. Nee, wegnehmen will ich sie ihr nicht, aber ja, von hier aus nicht sehr viel. Also gut, dann gehen wir hier erstmal wieder raus. Ich denke mal, ich lasse den Fendal hier. Der wohnt ja auch hier. Wir haben Zimmer und Essen, auch Getränke. Ich koche. Und der hat braucht ja auch ein Zimmer? Noch... Sprecht mit Delphine. Ja, ja, ist gut, ist gut. Der Fendal hat ja hier noch die Sache mit der jungen Dame zu erledigen. Darum lasse ich den mal hier. Bin immer noch da. So. Wartet hier. Geht nur. Ja. Und ich gehe nach... Mal gucken... Wo ich hin muss. Da oben. Irgendwie Einsamkeit. Einsamkeit. Na, dann schaue ich mal, ob ich da mit einer Kutsche hinfahren kann. So. So. Komme ich da bestimmt mitten in der Nacht an. Na, oder vielleicht sogar am nächsten Morgen, weil das ist anscheinend eine längere Reise. So, mit dem Rucksack sieht das schon lustig aus. Aber mir gefällt es, dass ich jetzt einen Rucksack habe. Und dass ich ihn selber gemacht habe, gefällt mir am allerbesten. Und anscheinend kann ich jetzt ja nahezu beliebig viele Rucksäcke nähen. So. Soll ich euch mitnehmen? Ja. Ich kann euch zu jeder Hauptstadt der Fürstentümer... Wohin soll's gehen? Nach Einsamkeit. Da. Oh, das ist aber billig. Klettert wieder hinein. Dann sind wir weg. Sehr gut. Obwohl das so weit weg ist. Glück gehabt. Es ist bestimmt irgendwie... Seid ihr zum ersten Mal in Einsamkeit? Ja. Schöne alte Stadt. Mhm. Hauptstadt von Himmelsrand, aber das wusste... Oh. Tja, das habe ich mir gedacht. Es ist 3 Uhr nachts. Okay. Da ist ein Bauernhof. Ich muss wohl hier hoch. Dann gehe ich erstmal rein. Vielleicht treffe ich den ja mitten in der Nacht. Wer weiß. Ja, blaue Blume. Wenn ihr nach Einsamkeit gekommen seid, um euch der Armee anzuschließen, dann sprecht mit Ricke. Okay. Wenn nicht, dann haltet eure Nasen aus anderer Leute Angelegenheiten raus. Ja, ja, oder ja. Ihr endet wie Rockwir. Keine Sorge, keine Sorge. So. Boah, das ist meine Goldrüstung. Die dürfen oh. Onkel Rock mir nichts antun. Sagt ihm, dass er es nicht war. Oh nein, oh nein. Alle auf Position. Swari, ihr müsst nach Hause. Geht und wartet dort, bis eure Mutter kommt. Ihr habt uns verraten. Ich schätze mal, ihr solltet da ihr kann sagen, ich dass nichts ihr machen. Ein Dreckskerl ist, der seinen Großkönig verraten hat. Besser, sie erfährt es gleich, Advar. Ihr seid zu gütig, Vivien. Macht schon weiter! Rockwir, die werden ja kaum auf mich Sturmantel hören. Ihr habt geholfen, aus dieser Stadt zu fliehen, nachdem er Großkönig Torek ermordet hatte. Indem ihr das... Tja, da bin ich dann sofort wieder in Helgen. Okay, ne, der Typ scheint's da. Was braucht ihr? Hm? Guten Morgen. Unsere gemeinsame Freundin schickt mich. Gut, wirklich? Ihr wisst, für wen sie sich entschieden hat? Ich hoffe, sie weiß, was sie tut. Also, die Sache läuft so. Ich kann einige Gegenstände für euch in die Botschaft schmuggeln. Bringt selbst nichts anderes mit. Mit den Talmor ist in Sachen Sicherheit nicht zu spaßen.
Gebt mir alles, worauf ihr nicht verzichten könnt, und ich sorge dafür, dass es in die Botschaft gelangt. Alles andere bleibt euch überlassen. Oh. Moment, ich muss ein paar Sachen vorbereiten. Ein paar Minuten gebe ich euch noch. Ich kann hier aber nicht den ganzen Tag lang warten. Okay. Es geht schließlich um meinen Hals, wisst ihr noch? Ich dachte um meinen Hals. Ich soll ihm also Sachen geben, die ich dann dort vor Ort benutzen kann. Mit Waffen kann ich das machen, aber habe ich irgendwie Ersatzklamotten dabei? Ich habe nur meine Vampirrüstung. Ich muss also irgendwie was zum Anziehen besorgen. Seid ihr endlich soweit? Ich muss zurück, bevor jemand meine Abwesenheit bemerkt. Ihr werdet nur das haben, was ich für euch hineinschmuggle. Ja. Und zum normalen Kaufen ist es hier zu sehr Nacht. Also Klamotten kaufen. Ihr könnt doch sicher den ein oder anderen Septim entbehren. Ja, was mache ich da? Wieder nach Hause fahren ist auch nichts. Ich meine, irgendeine Klamotte kaufen würde ja gehen, wenn Tag wäre. Und es hier einen Klamottenladen gibt. Tja. Wenn da oben irgendwie so ein Schatten von was Fliegendem kommt, wird mir immer ganz unheimlich zumute. Ja, hier gibt es Zutaten für Gemüsesuppe, aber deswegen laufe ich hier jetzt ja nicht rum. Wobei ich ein paar blaue Bergblumen immer gerne mal mitnehme. Tollkirsche brauche ich schon weniger. Ja, wonach suche ich? Ich suche, ob es hier einen Laden gibt. Einen normalen Laden, so wie der Beletor. Und wenn ja, kann ich ja bis zum Frühstück warten. Mal kleine Karte gucken. Halle der Toten. Yvette, Sans Haus. Jalas Haus. Einsamkeit, Katakomben. Nö. Katakomben brauche ich jetzt nicht. Einen einfachen Gemischtwarenhändler. Ja, das könnte sowas sein. Mal gucken. Erikurs Haus. Nein, das ist kein Gemischtwarenhändler. Und das sieht mir hier aus wie der hiesige Palast. Und das? Auch Erikurs Haus. Nein, ich breche jetzt bei keinem ein. Man könnte das Problem natürlich auch so lösen, indem ich irgendwo einbreche und jemanden platt mache und dem die Kleider ausziehe. Badenakademie. Na, das klingt doch verheißungsvoll. Ist aber nicht das, was ich aktuell will. So, ich hoffe ja, der Typ wartet noch so lange. Muss er, glaube ich. Was ist denn hier? Ah, das ist auch die Badenakademie. Gut, also Bade will ich jetzt gerade nicht werden. Das sieht irgendwie wie ein halb öffentliches Gebäude aus. Aber Gasthaus hatten wir ja schon. Vielleicht ist das hier der örtliche Händler. Yvette Sans Haus. Und hier? Lasst mich raten. Atwas. Jemand hat euch eure Süßigkeit geklaut. Oh, welche Süßigkeit? Wie unverschämt.
So. Na, immerhin habe ich jetzt hier schon mehr Einträge. Gut Stolzspitze. Alle der Toten. Kram mit Charme. Kram mit Charme klingt gut. Denn ich brauche Kram. Das war hier irgendwo links. Nee, da wo... wo der Pfeil ist, das müsste dann neben der Kneipe sein. Aber natürlich erst tagsüber. Kram mit Charme. Gut. Dann warten wir hier mal ganz unauffällig. Es ist 5 Uhr morgens, fast 6. Dann warte ich 2 Stunden oder 3. 2 Stunden. Und dann gehe ich noch eine Viertelstunde lang Kräuter sammeln, bis der aufmacht. Es geht ja schnell. Nein, die. Da kann man bestimmt mal einen Trank machen, den ich dann verkaufe. Ah, Wildwein, der Geschmack von Heim und Herd. Frischer Fisch! Frischer Fisch! Aber ich will hier nichts zu essen. Mal gucken, vielleicht hat der ja auch schon offen. Nein, hat noch nicht offen. Oh, der hat irgendwie Seile im Angebot. Glänzende Gewänder. Ah, die wissen schon, hier werde ich meine Gewänder los. Weil ich die abgeben muss. Darum muss ich mir neue kaufen. So. Gucken. Jetzt ist 8.05 Uhr. Jetzt müssten die mal aufmachen. Ne, ich gehe erstmal zu dem Kram mit Charme, weil ich will ja eigentlich nur eine billige Klamotte. Keine Glanzklamotte. So. Ich dachte, dass Abenteurer ein gefährlich aussehender Haufen sind. Tja. Sehe ich nicht. Beirat sagte, aus. Ihr wäret kurz vor der Hinrichtung hier angekommen. Das muss ja ein schöner erster Eindruck gewesen sein. Ja. Ich will aber eigentlich was Werf kaufen. Werf deinen Blick drauf. So. Die hat jetzt ganz viele Rucksäcke. Toll. Feine Kleidung. Ja, eigentlich tut's mir Anglerkleidung. Zur Not nehme ich die Anglerkleidung. Ja, es geht ja nur um vorübergehend. Anglerkleidung. Okay. Ihr seid im Kram mit Charme jederzeit willkommen. Das ist gut, das freut mich sehr. Irgendwann kaufe ich auch mal Tomaten bei euch. So. Jetzt kann ich mich umziehen. Und zwar ziehe ich jetzt ganz unauffällig die Anglerkleidung an. Und dann kann ich ihm meinen ganzen Kram geben. Nee, das ist ja Angelines Aromalädchen. Sorry. Oh, sieht gut aus, die Anglerkleidung. Die ist richtig cool irgendwie. Lässig, stylisch. So. Das fällt ja irgendwie überhaupt nicht auf, wenn er Gold... Dies ist eine Ode an Himmelsrands standhafte Beschützer, das Kaiservolk. Ja, wunderbar. Seid ihr endlich soweit? Ich muss zurück, sorry, bevor jemand meine Abwesenheit bemerkt. Ja, ich weiß. Vergesst nicht, ihr werdet nur das haben, was ich für euch hineinschmuggle. Okay, gut. Was sollte ich am besten... Was fragt ihr mich? Sie hat versprochen, jemanden zu schicken, der sein Fach versteht. Wenn ihr tatsächlich lebend da rauskommen wollt, solltet ihr alles mitnehmen, was ihr zum leisen Bewegen und zum schnellen Töten so braucht. Okay, gut. Ich bin bereit.
Hier ist alles, was ich brauche. Na schön, ich bringe das für euch in die Botschaft. Ich muss los. Ich finde euch schon auf der Feier, keine Sorge. Ich will euch erstmal Zeug geben, nicht wahr? Also den goldenen Bogen, den gebe ich mal. Geben. Und meinen Dolch auch. Und die goldenen Pfeile, alle. Und zur Not auch noch die Eisenpfeile, weil ich davon viele habe. So. Und Bekleidung, ganz wichtig. Ja, vielleicht muss ich auch mal schreien. Die Anglerkleidung behalte ich jetzt an. Die Schleichdings, die gebe ich ihm auch. Und meinen tollen neuen Helm. Pass aber gut auf den auf, mein Lieber. Und das packen wir alles in den Rucksack rein. Und ja, meinen Gesundheitsring auch. Und meine schicken Lederstiefel. Ah, und natürlich die Vampirrüstung. Jawohl. Ah, die Stiefel hätte ich vielleicht jetzt noch verkaufen können bei dem Kramhändler. Und Zaubertränke, ganz wichtig. Ganz, ganz, ganz wichtig. Das Frostgift Magika senken. Gebe ich ihm mal. Das. Jo. Und ich nehme. Ja, Ausdauer könnte ich schon brauchen. Aber vor allem Heiltränke. Zerstörung könnte ich vielleicht auch brauchen. Und die. Ach, das ist übertrieben. Schlossknacken. Man weiß ja nie. Aber da habe ich ja das Anhängerdings. Das gebe ich immer. Feuerresistenz. Man weiß es nicht. Und die gesundheitsverstärkenden Tränke. Ganz wichtig. Alle. Und Gesundheit wiederherstellen auch. So, und Magika wiederherstellen. Ja, auch gut. Jetzt. Essen. Ich gebe ihm mal 2 Gemüsesuppen. Nicht alle. Nicht, dass der mir meine leckere Gemüsesuppe weg isst. So. Der Rest ist okay. Sonstiges. Die Dietriche. Da würde ich womöglich ganz schön dumm reinschauen, wenn ich keine Dietriche dabei hätte. Ich denke mal, der Rest ist okay. Es scheint immer mehr zu tun zu geben. Ja, ja. Wir streiten und kämpfen ein Leben lang. Verschwindet er jetzt? Und ist es zu Ende, führt noch so wenn gerade der Gang. So, komischer Doch Typ. Doch dies Land ist unser so. Und soll unser bleiben. Eure Aufgabe ist es, euch unter die Gäste der Feier zu mischen, ohne als Spion verdächtig zu werden. Ich kümmere mich um alles Übrige. Okay. Gut, ja, so sehe ich ja sehr unauffällig aus. Aber ich muss sagen, ich glaube, diese Anglerkleidung behalte ich, wenn auch in meinem Haus in der Truhe. Ein paar Münzen für einen Veteran, das ist doch nicht zu viel verlangt. Wo ist der Veteran? Ja, hier kann ich noch. Blaue Blumen. Bist du der Veteran? Ach, das ist der Malborn. Ja, jetzt muss ich Delphin treffen. Das war irgendwie da draußen. Mal gucken. Triff Delphin bei den Stellen. Ja. So hatte ich das auch in Erinnerung. Tja, schade, dass die keine Rüstungswirkung hat, die Lederklamotte. Hm?
Ich meine, gut, ich war in Gedanken versunken. Die Vampir-Rüstung ist natürlich viel schicker, aber die hat was hier in ihrer Schlichtheit, diese Klamotte. Cutlers Hof entdeckt. Na prima. So. Habt ihr Malborn die Sachen gegeben, die ihr in die Botschaft schmuggeln wollt? Ja, sieht man doch. Jo, Malborn ist startklar. Gut. Ich habe eure Einladung zur Feier. Gut. Aber an den Wachen werdet ihr nur vorbeikommen, wenn sie wirklich glauben, dass ihr ein geladener Gast seid. Hm. Und das heißt, ihr müsst auch wie ein Gast aussehen und dürft nicht bis an die Zähne bewaffnet kommen. Hier, legt das an. Wenn ihr bereit seid, verwahre ich den Rest eurer Sachen, bis ihr wieder zurück seid. Okay. Ihr werdet nur das haben, was Malborn für euch hineingeschmuggelt hat und das, was ihr drinnen eventuell noch finden könnt. Gut. Dann sollte ich mich jetzt erstmal umziehen in auf schick getrimmt. Schöne Anglerklamotte. Wieder ausziehen. So, und festliche Stiefel und das war's wohl schon. Ah, da hätte ich jetzt auch noch so ein Golddiadem gebrauchen können. Und die Einladung ist bestimmt bei Büchern. Da, Einladung zu Elenwens Empfang. Okay. Gut, dann gebe ich dir mal alles. Hm, ich hoffe, es kommt kein Lachen. Das muss genügen. So werdet ihr als ein echter Gast durchgehen. Zumindest bis ihr den Mund aufmacht. Seid ihr bereit, die Kutsche zur Botschaft zu besteigen? Ja. Ich bin bereit, bewahrt den Rest meiner Dinge aber gut für mich auf. Keine Sorge, das wird alles bis zu eurer Rückkehr auf euch warten. Ja, das hoffe ich. Seht nur zu, dass ihr mit den Informationen, die wir brauchen, lebend wieder dort herauskommt. Viel Glück. Tja. Ja, das Leben wünscht sie mir auch nur, damit sie die Informationen kriegt. Ah, da kommt wohl noch jemand zu spät zu Elenwens kleiner Abendgesellschaft. Ja. Und dann kommt ihr auch noch mit der Kutsche an. Ich grüße euch, werte Dame. Jo, meine Verspätung liegt an den verwirrenden Wegen dieses götterverdammten Berges. Ich hatte nicht die Absicht, verspätet anzukommen. Eigentlich komme ich ja lieber zu früh, oft schon am Tag vor dem Fest. Ja. Damit ich ja keinen Teil des Gezeches verpasse. Oh, Entschuldigung. So. Heutzutage trinken die Leute deutlich zu wenig, meint ihr nicht? Ja, aber sicher doch, sicher. Ich werde mich hier kurz ausruhen. Obwohl es hier draußen verdammt kalt ist. Ja. Ich freue mich wirklich nicht auf den Rückweg. Tja, ich werde mich da mal auf diese Party begeben, aber erst in der nächsten Folge. Vielleicht könnten wir uns nach dem Fest eine Kutsche teilen. Gut. Ich weiß. Ja. Wir haben uns gerade erst kennengelernt. Ja, aber am Ende des Fests sind wir ganz sicher dicke Freunde. Na, ich freue mich drauf. Will ich doch auch hoffen. Okay, also, in der nächsten Folge gehen wir zu der Elfenparty. Macht euch um mich keine Sorgen. Die Kälte kann mir überhaupt nichts anhaben. Ja, wieso sollte ich mir auch Sorgen machen? Ich mache mir eher Sorgen... Bitte, lasst euch Zeit. Jo, ihr wisst schon um was. Also, ich gehe hier mal woanders hin, wo mich keiner anquatscht. Also, obwohl diese Leute mich kennen. Okay. Ach, da läuft schon wieder einer rum. Haben auch eine schicke Rüstung an. Also gut. Dann wünsche ich euch noch einen. Willkommen in der Botschaft der Talmor. Eure Einladung, bitte. Also gut. Ja, hau doch nicht ab. Lasst euch Zeit. Gebe ich meine Einladung. Eure Einladung, bitte. Jo. Hier. Vielen Dank, meine Dame. Geht einfach hinein. Okay. Ich habe keinen vergifteten Dolch unter meiner Hose versteckt. Und so weiter. Was und so die immer alle quatschen. Ja, also ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ich brauche erst mal was zu trinken.